Der italienische Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano und Innenminister Matteo Salvini liefern sich einen harten Schlagabtausch via Twitter wegen der 177 Migranten, die nicht von Bord der Diciotti auf italienischen Boden dürfen. Der Streit begann, nachdem der Innenminister mit dem Entzug des Polizeischutzes gedroht hatte, unter dem der Autor steht. Saviano twitterte zuletzt: Mafia-Ministerium, heute trägt euch die Welle der Zustimmung. Aber diese Welle könnte euch auch überrollen. Ihr habt auf die Verfassung geschworen, aber ihr verstoßt gegen sie. Dafür könnt ihr ins Gefängnis gehen. Der Innenminister revanchierte sich ebenfalls auf Twitter. Der Sommer geht zu Ende und Savianos schlechte Witze sind wieder da. Habt ihr ihn vermisst? Ich nicht. Saviano ist ein lautstarker Kritiker des Rechtspopulisten. Gegen ihn wurde eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung wegen Verleumdung eingeleitet.